Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zum zweiten Video hier mit dem Syntrak, der am Mod-Contest natürlich teilnimmt. Mit mir wieder dabei der gute MTS, der das Teil gebaut hat. Grüß dich! Hallo! Ja, wir wollen heute mal noch ein bisschen näher auf das Gerät eingehen. Ihr habt das ja sicherlich alle selber gemerkt. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu, das auch ordentlich zu bedienen. Es hat natürlich einen äußerst ordentlichen Umfang und darum haben wir gesagt, machen wir mal noch ein Video oder auch mehrere, um mal noch ein bisschen näher drauf einzugehen. So, starten wir los. Gut, heute steige ich jetzt mal ein, ja? Genau. Ja, wo mich jetzt einige gefragt haben, das war erstmal der Sinn und Zweck des Support-Adapters. Und da hat mir beim letzten Mal schon gesagt, es geht darum, die Funktion zu unterstützen, die man gerade sozusagen im Einsatz hat. Er hat jetzt keine Hauptfunktion, wo man sagen muss, das baut man an und dann ist er das. Mhm. Ja, beim letzten Mal hat man eben den Frontlader und da war eben hauptsächlich dazu da, Gewicht und Werkzeug zu wechseln. Ja. Und jetzt haben wir halt hier da hinten die Big Packs stehen. Ja. Und die können wir jetzt auch gleich noch anladen. Wie gesagt, dafür brauchen wir jetzt keinen Stapler, nichts. Wir können das eben direkt runter machen. Ah ja. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, die Zange hier zu bewegen. Mhm. Das hat aber im Moment noch keine Funktion. Also wenn ich was mit Spanngurten festmache, dann lassen wir das schon auf dem Maximalen. Okay, also es ist eine reine Optik-Sache erstmal. Ja, aber es ist eben noch ein, wie soll man sagen, eine Anhängekupplung drauf installiert. Ah. Das sieht man jetzt nicht. Also man könnte jetzt etwas befestigen und direkt anbauen. Und da hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, dass man da eben vielleicht an der Britsche eine Seilwinde, eben je nachdem, was man gerade macht, im Forst wäre eben, wie gesagt, die Seilwinde, wenn ich jetzt Saatgut fahre oder eine Drillmaschine dahinter, aber dann könnte man eben an Zusatztanks denken, die auch direkt die Kapazität sozusagen erweitern von der. Ja. Oder wenn man mit der Presse unterwegs ist den ganzen Tag, dass man sagt, da sind jetzt die Rollen drin. Ah, ja, verstehe. Das gab es ja damals bei dem Strohbergungs-Addon schon. Ja, das ist richtig, ja. So, jetzt kann man eben hier ranfahren. Und jetzt kann man eben automatisch oder manuell festmachen. Kannst du ja mal jetzt manuell. Ah, ach, das ist ja. Das ist ja stark. Ja. So, es gehen wie gesagt bis. Also jede Lasche könnte bestückt werden. Ja. Ja, gut, ich komme jetzt hier nicht wirklich. So, alles genau. Und dann kann ich es eben. Ach, das ist ja stark. Aufnehmen und kann immer noch was dahinter hängen. Ah ja, verstehe. Hier, wir haben das Zugmaul. Dann könnte jetzt. Ah ja, super, okay. Dann das ist eben das Besondere an dem Support-Adapter. Man hat eben jetzt auf den Dreipunkt verzichtet. Ja. Und kann eben sehr schön mit Hänger fahren und eben noch was dazu nehmen. Auf der Ladefläche. Okay, das ist natürlich wirklich für Transportzwecke dann ideal. Und ich glaube, das verdeutlicht dann auch, was der Support-Adapter, wofür der jetzt eigentlich genau da ist. Ne? Genau, und ich hoffe einfach, dass ich es demnächst schaffe, da noch weitere Geräte hinzuzufügen. Ja. Noch eine kleine Britsche wäre jetzt erstmal das Einfachste mit, oder eben, dass man auch einen Dieseltank meinetwegen damit transportieren kann. Ja, also ist definitiv geplant, da noch mehr zu bringen, als überhaupt da jetzt schon mit dabei ist? Ja, ich möchte es eigentlich wie als lebendes Projekt haben, dass man regelmäßig da erweitert und sieht, was eben möglich ist. Okay, sehr schön. Ja. Die Anhängekupplung hinten war natürlich auch in der Höhe verstellbar. Ja. Da hatte ich auch mal Kommentare gelesen, dass dann eben Fehler entstehen. Klar, wenn ich die jetzt hier habe, die muss manuell verstellt werden. Mhm. Dann ist natürlich jetzt die Zapfhelle verdeckt und dann kann das schon ziemlich hässlich aussehen. Ja, das muss es. Mir ist eben aufgefallen, es gibt Geräte, die müssen drunter sein und es gibt Geräte, die sollten drüber angehangen werden. Mhm. Also müssen wir ein bisschen ausprobieren. Diesen Fehler gibt es teilweise auch bei den Originalmaschinen dann, dass sich das kollidiert. Und hier kann man es eben einigermaßen verhindern. Ja. Und die untere Kupplung, ja da hat man ja schon ein bisschen drüber gesprochen, die müsste eigentlich auch dynamisch sein, in der Höhe anpassbar, ist sie jetzt nicht. Dadurch werden Geräte, die man hinten anhängt, große Hänger, die werden versuchen, den Syntrak auszuheben, wenn man die Deichsel nicht verstellen kann in der Höhe. Ja. Ja. Womit ich gut gearbeitet habe, das war eben dieser Düngerstreuer. Mhm. Der ging eigentlich sehr schön, ist ja ein Einachser, der klappt dann einfach runter.
Ja. Und das hat eigentlich sehr schön funktioniert. Okay. Ja. Alles klar, da haben wir eigentlich auch schon die erste Frage halt mit beantwortet, bezüglich des Support-Adapters. Wenn ich hier so am Fahrzeug stehe, habe ich auch bei mir zum einen mit als Aussage bekommen, dass natürlich die Texturen Wahnsinn sind. Und zum anderen auch die Frage, ist das Modell mitgestellt worden? Wie sieht da eine Zusammenarbeit mit Syntrax selber aus? Möchtest du da ein bisschen drauf eingehen oder? Ich werde da mal drauf eingehen und du kannst ja derweil zum anderen Ja. Syntrax fahren mit deinem Päckchen. Da können wir nämlich dann noch zu Ende drillen. Ja, soll ich direkt mit dem Fahrzeug hier hinfahren oder hast du dort Genau. was vor? Okay. Ja, genau. Ich warte dann in dem anderen Syntrax. Alles klar, so machen wir's. Ja, also mit den Modellen, das ist natürlich immer so eine Sache, wie man das werten möchte. Ich sag mal, was ich jetzt gemacht habe, das fängt davon an, dass ich erstmal den Kontakt gesucht habe. Und dann hat eben Syntrax gesagt, jawohl, wir machen das. Durch ein Glück für mich. Wohl wahr. Denn ich muss sagen, es war echt schon immer ein Wunsch von mir, einfach mal so ein großes Gerät wirklich Naja. detailliert nachzubauen. Und das geht ohne die 3D-Modelle und die Konstruktionsmodelle geht das nicht. Ja. Na? Und was ich eben jetzt gemacht habe, ich habe wirklich vom ersten Vertex-Punkt im 3D-Programm, vom ersten Modellpunkt angefangen über die Texturen, das Ingaming, auch die ganzen Konzepte zu den Displays, auch dass das Konzept rund wirkt, dass wir jetzt auch wirklich was machen können mit der Maschine. Das ist eben alles von mir erstellt worden. Auch die Videos, dass wir jetzt hier miteinander sprechen, das gehört eben alles dazu. Ja, na klar. Aber das Problem ist eben jetzt das Modell. Das kann man so nicht einfach nachbauen. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich sowas mache, dann nur mit Konstruktionsmodell. Das klappt, das habe ich schon mal in einem älteren Video gesagt. Ja. Und was jetzt man als Spieler wahrscheinlich oft denkt, oder hat das Modell, ja, bap, fertig und dann geht das alles recht zügig. Ja. Also, es ist wirklich so, man muss sich das so schön, wenn man ein Konstruktionsmodell hat und baut ein reales Modell, dann geht man in die Fabrik und stellt die Teile her und baut sie dann zusammen in der Realität. Ja. Und im Spiel läuft es tatsächlich genauso ab. Ich kriege das Konstruktionsmodell und baue das Modell Stück für Stück als Spielmodell nach. Ja. Und muss eben gucken, wo setze ich die Details an und wo lasse ich Polygone weg. Denn selbst das, man kann so ein Konstruktionsmodell, wenn es im richtigen Format skaliert, exportiert wird, auch durchaus skalieren. Trotzdem bleiben da Millionen von Polygonen übrig. Also sowas darf man eigentlich nicht ins Spiel bringen. Ja. Da denke ich mit Schrecken an den letzten Mod-Contest, wo da die gute Drillmaschine gewonnen hat von Machio Gaspardo. Ja. Also das war mit Sicherheit ein runterskaliertes Konstruktionsmodell. Und Okay. das besaß auch diese Texturshader, die wir hier haben, wie für die Oberfläche, die Materialien und die Ja. Bumpmap. Das war da gar nicht vorhanden. Hm. Das wurde auch gar nicht eingebaut. Also und das ist eben jetzt hier wirklich als Spielmodell aufgebaut von mir. Absolut performant und Jo. klar, wir haben eben auch hier die Materialien unterstützt. Und da muss ich auch Giants wirklich für loben. Das war eine tolle Idee. Das musste ich ja früher alles im 17er habe ich diese Details auf der Oberfläche nur dadurch hingekriegt, indem ich mit zwei, ja gut, das sind jetzt Details. Auf jeden Fall musste man ein anderes Verfahren anwenden, damit man überhaupt Ja. Details auf die Oberfläche kriegt. Und das ist, außen fällt es dir nicht auf, aber im Cockpit hatten wir auch damals schon verwaschene Cockpits, Originale, Ja, und ja, die. ja. Und das ist ein ganz großes Problem, Details hinzukriegen. Ja, Denn okay. viele Modelle haben sie immer gesagt, dass eine Textur musste für das ganze Modell reichen. Wie gesagt, außenrum hat man jetzt aktuell 2048 mal 2048 Pixel für das gesamte Modell außenrum, okay. Aber im Cockpit, wie hoch ist denn deine Auflösung? Vom Also, Monitor allein. Und ja. jetzt überleg mal, was du hier für Details siehst. Und Ja, absolut. da haben sie ja jetzt eine schöne Möglichkeit mit diesen Materialien gefunden. Und ich kann es auch nur jedem Modder ans Herz legen. Nutzt das. Das ist sehr simpel gestaltet und ihr habt sofort eine sehr schöne Oberflächenstruktur auf den Maschinen. Okay, das war eine wirklich ausführliche Antwort. Sehr schön auf jeden Fall. Also es ist nicht so, ich kriege ein Modell hingestellt, ich schiebe das mal nur irgendwie in irgendeinen Editor, drück auf Play und das war's. Ne? Sondern es ist schon wirklich, also ja, ein paar hundert Stunden, schätze ich da mal, stecken da schon noch drin. Ja,
Und dann gibt es eben noch spezielle Verfahren, die auch nicht jeder Modder gleich beherrscht, dass man eben das detaillierte Modell nimmt und ein weniger detailliertes drüber baut. Ja. Und dann kann man die Details reinrendern. Siehst du das jetzt rechts und links an den Lampen? Diese Kühlerrippen, die sind ja nicht wirklich da. Mhm. Ja, die werden eben in die Textur imitiert. Das ist auch so ein Verfahren, was man sich dann eben das aneignen muss. Ja. Ja, also, ja, ist schon irre. Was findet man denn jetzt hier? Ja, hier habt ihr jetzt mal einen kleinen Einblick in das neueste Update vom Lemkin Pack. Das ist jetzt nämlich hier die 6 Meter Zirkon. Oh, mein lieber Aber Scholli. Ich sehe gerade, wir haben vergessen, die Drillmaschine mit einzupacken. Ja, das ist wohl wahr. Die fehlt. Die fehlt. Gut, was machen wir denn da jetzt? Wo haben wir die denn stehen lassen? Stand die beim Händler? Die hing da dran. What? Ich hatte dir gestern noch im Mod geschrieben, wir brauchen noch die, die Brücke von Giant. Genau. 5 Meter. Da war was. Ja. Ich hab's vergessen. Gut, Klassiker. Gut. So, da sind wir wieder. Ich habe natürlich, ja, wie ihr es mitgekriegt habt, logischerweise die Drille vergessen. Ich habe das jetzt behoben und wir sind wieder da angekommen, wo wir gerade schon waren. Ich übergebe wieder. Ich hatte gedacht, du überlädst jetzt. Ich könnte auch überladen, ja. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob wir schon erwähnt haben. Nee, warte mal, warte. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir schon erwähnt haben, dass das hier das nächste Modell oder das Update vom Lemkin Pack ist. Oder ob das später kam. Auf jeden Fall erwähnst du einfach nochmal. Ja. Also das nächste Update zum Lemkin-Pack wird eben die 6 Meter Kreisecke enthalten. Das hier ist jetzt übrigens noch die 5 Meter, weil es ist auch die 5 Meter Drillmaschine oder 5,40 Meter. Mhm. Und hat noch ein paar Updates drin. Denn wenn wir uns das Feld hier angucken, dann sehen wir es ja schon. Ah ja, hier. Die Fahrgassenoption mit eingebaut. Ah krass, Fahrgassenoption, aber ist es bei der Kreiselecke dann nicht so, wenn... Die sitzt jetzt in der Kreiselecke, die Fahrgassenoption. Genau. Die Trille geht auch nicht drüber? Nein, das ist nach hinten versetzt, so weit wie möglich. Man kann das auch ein bisschen noch nach vorne schieben, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Mhm. Vielleicht nehme ich irgendwann diese Option sogar noch raus, dass das eben wirklich hinter der Trille immer ist, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Und wir haben natürlich auch die Spurenreißer dabei. Und damit haben wir eben den entscheidenden Vorteil, wie es eben bei der Kreisecke auch sein soll und im LS. Wir brauchen nichts mehr umzuschalten. Ja, und, das stimmt. Na, wir brauchen wirklich nur die Kreisecke anwählen, die ist an. Wir nehmen da die Spurreißer, wir können die Fahrgassen da schalten und wir können nur runter machen. Und damit sind wir doch eigentlich schon glücklich. Ja, das klingt auf jeden Fall gut, ja. So, ich versuche jetzt mal hier zu überladen. Kannst du laden oder muss ich was drücken? Ja, ich kann mal versuchen. Läuft, ne? Ah ja, wird voll. Ich habe es auch schon mal getestet, dann kommt tatsächlich dieser Ausladestrahl in der waagerechten raus. Ernsthaft? Sehr schön. Ja. Sehr schön. Okay, hast du ein paar Körner drin? Ist voll. Sehr schön. Dünger habe ich diesmal nicht gemacht, weil das macht sich auch nicht schön, weil die Kreisecke eben mit der Drillmaschine unterschiedlich breit ist und dann hat man plötzlich seltsame Überdüngspuren drin. Na, ja, okay. Kurze Frage noch, das Pack ist schon draußen oder kommt noch das Update? Es ist jetzt eingereicht im Modhub und testen dauert für gewöhnlich, steht ja auch immer da im Forum, zwischen 4 bis 7 Tage, bis es überhaupt in den Test kommt. Dann dauert es nochmal 2-3 Tage, bis es durch ist. Und wenn es nicht durch ist, dann machen wir das ganze Spielchen nochmal und dann sind wir schnell bei 2 oder 3 Wochen, bis es dann wirklich erscheint. Aber ich bin mal guter Dinge. Das ist klappt. Boah, bin ich auch. Okay, dann wollen wir uns das Ganze natürlich mal angucken. Ja, und du erklärst dann sicherlich was dazu. Auf jeden Fall ein impulsantes Bild, dieses Gespann. Ja, da bin ich mir auch immer nicht so sicher, ob das jemand in der Realität macht. Also mit einer 6 Meter Kreisecke und dann noch eine Drillmaschine dran. Ich glaube, das macht keiner. Bei 4 Meter ist es durchaus machbar, kein Problem. Aber schon hier sieht man, das schwankt und macht dann. Da sind doch keine Vorteile, dass er jetzt sehr lang ist, dass wir noch vorne Gewicht dran haben. Ne? Ja. Aber die Kräfte, die ja auf die ganze Mechanik da wirken, auf den 3 Punkten, ich weiß nicht, ob dauerhaft gut ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber wir können es hier machen. Deshalb genau, gucken wir uns das mal an. Widerstürzgang, genau. So,
Wie gesagt, jetzt haben wir alles dran, können hier ausfahren. Natürlich stimmt das jetzt auch nicht ganz mit den Spurenreisern, weil wir unterschiedliche Breiten haben, aber ja, es gibt uns dann bei der Fahrt auf jeden Fall eine gewisse Richtung vor. Ich fahre jetzt auch nur mal hier so ein Stückchen. Ja, ja. Aber wie gesagt, Trille funktioniert und man sieht jetzt auch die Spurreisen. Ja. Ja, die Spurreisen sind da. Ja. Jetzt brauche ich eben nur die Plane schließen drücken und dann ist es aus. Also es ist nicht über ausklappen, nein, sondern über die Taste geht ja N. Nee, geht dann nicht. Und über die Taste N, Plane öffnen, schließen, könntest du die zuschalten und wieder abschalten. Okay. Ja, das ist natürlich sehr schön. Mal eben schnell noch so ein Gimmick eingebaut, wo viele schon sehr lange wahrscheinlich sehnsüchtig drauf warten, mir inbegriffen. Tja, ja. Wo sieht wir uns allen lieber gewesen. Ja. Denn ich kann, muss ja wirklich nachzählen, mir überlegen, wann setze ich das Ding jetzt und wann nicht. Ja. Naja, das war einfach schön, dass man die Automatik hat oder auch mit GPS. Ich weiß nicht, ich habe ja GPS noch nicht ausprobiert. Zählt das jetzt die Reihen? Gibt es da eine Möglichkeit? Ich habe keine Ahnung. Die Reihen, kann ich dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte es dir im 17er sofort sagen, im 19er keine Ahnung. Denn ich hatte gesehen, es war drauf. Ich dachte, du hättest vielleicht schon mal im Einsatz gehabt. Nee. Nee, du weißt ja, meine Zeit ist fürchterlich begrenzt. Okay, ja. Man sieht, ich habe ja den Acker schon mal schön vorbereitet. Ja. Ja, die Maschine, ne, die hat natürlich mit ihrer Leistung hier wenig Probleme. Genau, jetzt kann man eben auch die Kreissäge mal ausmachen. Ja. Und dann eben weiter drehen. Ja. Und das muss man eben wissen, dass man es am Anfang einmal richtig einstellt, auch mit dem Dreipunkt, dass das passt beim Heben und Senken. Ja. Dass die einmal unten ist. Ja. Und dann kann man eben wirklich nur noch mit der Kreissäge arbeiten. Und dann ist es eigentlich auch ein einfaches Arbeiten, was im ersten Moment, wenn man das noch nicht so richtig raus hat, viel hin und her friemt, viel hin und her. Ja, klickt. Das stimmt. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, aber wenn es einmal passt, dann läuft's. Schafft man auch was. Das ist richtig. Mal noch eine Frage am Rande. Viele haben gesagt, weil ich das gerade auch hier mal noch so sehe, der Monitor auf dem Lenkrad ist irgendwie blöd. Warum sind die Monitore oder ist das Display nicht auf den Monitoren, die rechts daneben sind? Hat ja auch einen Grund, ne? Hat ja auch einen Grund. Da habe ich auch direkt mit Syntrak, haben wir das so abgesprochen. Mhm. Und da hatte ich es auch gefragt, weil im Moment ist im originalen Syntrak das Display eben hier mit auf der Schiene drauf, ungefähr da, wo jetzt dieser erste Monitor ist. Ja. Da muss man immer nach rechts gucken und auch teilweise nur für die Geschwindigkeit, also so wirklich rudimentäre Hauptfunktion, die man einfach sehen möchte. Ja. Und da haben sie, wir haben gesagt, schau doch mal, was du für ein Lenkrad einbauen kannst. Ja. Und da habe ich gefragt, hab da schon mal irgendwie drüber nachgedacht und da meinten sie, das hier würde uns gefallen. Okay. Und da habe ich gesagt, das gefällt mir aber auch. Und dann habe ich mir eben direkt. Dafür hatte ich kein 3D-Modell, muss ich mal sagen. Das habe ich wirklich einfach nur aus den Daten, die ich im Prospekt gefunden habe, dann zusammengebastelt. Nachempfunden. Stark. Okay, ich zeige es gerade nur noch mal im anderen Syntrak. Sprich, Lenkrad wäre komplett nackt. Ich habe ja hier auch in den Säulen nichts. Ich müsste jedes Mal, für mich als Headtrack-Spieler mag es noch gehen, aber auf Dauer natürlich nervig, jedes Mal hier rechts gucken, wie schnell fahre ich, wie ist der Tempomat eingestellt und. Und hier hast du es natürlich immer im Blick. Klar, ne? Na, dann gab es eben auch die Idee, das in die Säule einzusetzen. Jetzt im Forum haben wir das ein paar geschrieben und auf YouTube. Aber dann wird eben die Säule wieder breiter. Ja. Würde eben die einschränken. Und wenn man jetzt so guckt auf das Lenkrad, da ist ja nichts in dem Moment. Außer vielleicht, was ich gerade andocken möchte. Aber ansonsten wird ja nichts verdeckt von dem Lenkrad an der Stelle. Nee. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, mich stört es persönlich überhaupt nicht. Ich finde es sogar ziemlich cool und es ist halt eine Gewöhnungssache, ne? Vom Design her gab es auch, klar, das. Mir ging es ja nicht um Design und muss sagen, der Drehzahlmesser, das ist Originaldesign. So war er tatsächlich im Prototyp. Ich weiß nicht, ob sich es nochmal ändert, wie sie das entwickeln. Ja, ja. Und auch die Skalen sind eigentlich genauso da drin gewesen. Ja. Nur eben nicht bunt. Ja, gut. Aber ich dachte mir, wenn alles grau und weiß ist, du blickst nicht mehr durch. Und da ich mich an die Zeit erinnert, als ich noch den Flugsimulator gespielt habe und das Glascockpit, und da waren diese Skalen eigentlich ganz typisch und ganz normal, dass man eben die Bereiche damit einfärbt. Ja. Ja. Hm, ne, finde ich super, macht Sinn. Klar, ist halt, ist was anderes. Ich glaube, daran müssen sich noch etliche gewöhnen, aber ist eben auch was Besonderes.
Ich hätte noch eine weitere Frage. Und zwar kommt das Modell für die Konsole. Das ist immer eine interessante Frage. Die Frage aller Fragen im LS. Ja, so ist es. Ich habe damit kein Problem. Es sind keine Skripte verbaut. Also was man hier sieht, ist tatsächlich alles Originalspielmechanik unverändert. Ja. Daran sollte es nicht liegen. Syntrak hätte da sicher auch überhaupt gar keine Probleme. Aber es gibt ja noch ein... Wir leben ja hier in einer großen Bürokratie und man ahnt ja manchmal gar nicht, woran es scheitert. Aha. Na, selbst wenn alle wollen, kann es sein, dass es scheitert. Und ich... Da will ich deswegen jetzt auch im Moment noch gar nichts zu sagen. Okay. Ich werde auf jeden Fall anfangen... Ich denke mal, das wird Giants auch problemlos machen, dass wir einfach mal prüfen, wie sauber der jetzt hier arbeitet, ob es möglich ist, wo man ansetzen könnte. Ja. Aber ob man direkt jetzt bis zur Konsole bringt, ich weiß es nicht. Okay. Ich hoffe, es ergibt sich vielleicht was zu erfahren können, aber auch selbst dann würde ich sicher nicht gleich drüber sprechen. Ja. Da müsste einfach mal die Ruhe halten. Und ja. Genau wie ich einfach hoffen, dass es klappt, weil ich würde es auch gern machen. Ne? Okay. Also ihr habt es gehört, es liegt nicht nur immer an den Moddern, sondern es ist halt auch eine prinzipielle Sache. Geduld, Geduld, liebe Freunde. Ein großes Thema oder die meistgestellteste Frage sicherlich auch, Spiel stürzt ab, wenn ich den im Shop hole. Dazu haben wir jetzt natürlich nur schon, beziehungsweise hast du, Fix-Videos gemacht. Einmal in Deutsch, einmal in Englisch, um dort zu zeigen, wie man das Ganze hinbekommt. Ja, das war natürlich eine ärgerliche Sache. Auch wenn man dran denkt, wie man eigentlich so ein Mod testet, bevor er erscheint. Man guckt ja, wenn man das Modell einlädt, bereits im Editor werden da Fehler angezeigt. Dann guckt man im Spiel, werden Fehler angezeigt. Dann macht man Funktionstests. Dann zippe ich die Datei, dann kommt sie das erste Mal sozusagen hier auf den Hof, sozusagen im Multiplayer, LAN, lasse ihn dann laufen. Da wird auch zu mehreren Testmatters. Ja. Und auch mit Steam-Version und normaler Version. Der andere PC ist ein 6 Jahre alter PC. Also das ist keine neue Technik gewesen. Ja. Und dann kommt da wie gesagt noch die Giants. Die haben den auch nochmal, wie gesagt, gestartet, geguckt und bei denen lief er auch im Shop. Tja, und dann... dann haben wir den Salat doch gehabt. Ja. Denn ich habe ja mehrsprachig testen, auch noch so eine Sache. Ja. Aber bei den Grafikeinstellungen, ich bin wirklich nicht reingegangen. Weil ich ihm dachte, naja gut, Einstellung ist das eine, aber man merkt es eigentlich, wenn dann der PC ältere Software und so weiter dann Probleme macht, aber es war alles nicht. Hm. Gut, letzten Endes, was genau war das Problem? Ja, das ist das Kuriosum an der Sache. Als Texturauflösung, da denkt man jetzt, vielleicht hat er eine urisch große Textur eingebaut. Aber nein, es war eine zu kleine Textur. Eine zu kleine Textur. Ja. Jetzt weiß ich, dass eine Textur mindestens 16x16 Pixel groß sein muss. Die ich verwendet hatte, war noch 4x4. Das war den schwachen Rechnern einfach zu klein. Okay, also es sind halt Dinge, du kannst nicht alles immer, du musst natürlich, aber du kannst nicht, es geht nicht. Und an sowas denkt nun wirklich niemand. Also. Und dann ist mir noch dieser Schnellfix eigentlich, ja, wenn du die Datei einfach löscht, dann gibt es doch nur eine Errormeldung. Ja. Also da stürzt da ganz LS ab. Also das ist... Also die Error-Meldung, die jetzt drin ist halt aufgrund einer fehlenden Textur, passiert ja nichts weiter, die stört ja jetzt. Da setzt er einfach wahrscheinlich schwarz ein, wie sie auch war, schwarz. Ja, und dann gibt es auch keinen optischen Unterschied. Okay, also ich hatte das ja auch schon im Video erwähnt, das Teil selber läuft super, daran liegt es nicht. Egal, Hotfix ist da, vielleicht ändern die Version noch im Mod-Hub, ich habe keine Ahnung, weißt du da was? Ist im Contest nicht möglich. Weil es ist ja auch die Wertung, ich denke mal, die Wertung richtet sich einmal nach den Votes und einmal nach den Downloads. Ja, okay. Hast du ein Update, hast du sofort mehr Downloads und ich weiß gar nicht, wie es mit den Votes ist, ob die nach einem Patch neu gewertet werden, also dass du plötzlich zweimal voten kannst, bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Egal, Fakt ist halt, du hast dich rangesetzt und hast überlegt und ich weiß es ja auch, weil ich mit dir kommuniziert habe, das nicht nur eine Stunde lang, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen länger, hast ja deinen Kopf zerbrochen und letzten Endes einen Hotfix gebracht und ich glaube, ja, das ist schon viel wert, ne? Somit sollte er jetzt bei allen... Der Tag war lang. Genau. Hast du noch was oder sind wir jetzt erstmal für die Runde durch?
Ach, ich denke mal, da sind wir jetzt erstmal für die Runde Ja. durch und dann überlegen wir uns noch was Neues. Ja, ich denke auch, also Futter bringt das Modell hier mehr als genug. Da fällt uns sicherlich noch was ein, da weiterzumachen. Falls hier irgendwie mal, das habe ich das letzte Mal vergessen zu erwähnen, was flackern sollte oder so, das liegt an meinem Shader. Das haben wir das letzte Mal schon festgestellt, nachdem wir fertig waren. Nein, es lag nicht an deinem Shader. Es war tatsächlich fehlerhaft noch Ach was. was. Das, ja, das ist auch so eine spezielle Sache. Das Modell wird ja irgendwann weggeblendet, wenn du dich wegdrehst. Ja. Und wenn das Modell sich aber bewegt und größer wird, dann bleibt der Bereich, wo Ah. es ausblendet, trotzdem gleich. Das Ja. heißt, es wird ausgeblendet, obwohl es noch da sein müsste. Gut, LS-Ding, sage ich mal. Ja, Gut. und auch die Lampen haben ja bei dir gefehlt. Ja, komisch, ne? Da weiß ich gar nicht mehr, was der Grund war. Aber auf jeden Fall, das habe ich dann auch noch hingekriegt. Ja. Also definitiv ist er jetzt fehlerfrei da und. Also, ja, mal abgesehen von dieser Mini-Textur, aber sorry, das werte ich halt einfach nicht als großen Fehler. Ja, also ich bin gespannt, was dann noch kommen wird, was du dir noch einfallen lässt. Wie gesagt, du bist ja auch aktiv am Testen und Machen hier auf dem Spielstand. Ich bin immer mal zu Gast da und bin auf jeden Fall gespannt, wie es denn weitergeht. Tja, und da, vielleicht kann ich doch noch was sagen Ja, zum bitte. Mod-Contest. Das ist vielleicht mal so ein leichter Einblick für viele, die jetzt da was downloaden und ihre Probleme mit diesen Mods haben. Was halt passiert, wenn Giants eben nicht so testet, wie sie sonst testen beim Mod-Hub, ne? Also da muss man einfach mal wirklich ein großes Danke sagen. Also ich bin wirklich sehr dankbar für Giants, wie sie das testen, weil ich einfach weiß, wenn mein Mod kommt, er funktioniert. Ne? Und da sieht man schon hier, wie ich habe mir ja wirklich alle Mühe gegeben. Und ich bin mir sicher, im Mod-Hub-Test wäre das aufgefallen. Das hätten sie mir mit Sicherheit zurückgegeben. Also das bedeutet, zum Contest wird nicht so getestet seitens Giants, wie es normal der Fall ist. Nein, das Okay. wäre gar nicht Wäre möglich. nicht möglich, ja. Da würden viele auch verzweifeln, weil man möchte ja auch Newcomern die Chance lassen, was zu präsentieren. Völlig wertungsfreie Frage. Also, Ja. ja. Okay. Also, ja. Dann kann man schon sagen, dann danke auch an der Stelle dafür. Danke, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Danke, dass ich auf dem Spielstand mit dabei sein durfte. Und ja, ich hoffe, wir bringen da noch ein, zwei Sachen gemeinsam. Dann finde ich äußerst spannend, was du hier immer mal so auch zwischendurch mal so nebenbei hier noch ein Update bringst, neben den ganzen Contest, Fahrgassen und. Spannend. Ja, denn ich möchte ja schon auf jeden Fall auch im Ackerbau weitermachen. Ja. Wir wollen ja auch zeigen, dass der Syntrak auf dem Feld was leisten kann. So ist es. Und da sind die Lampengeräte, die ich jetzt nach und nach versuche, auch immer wieder zu realisieren, einfach nur die Vorstufe. Oh, okay. Gut, dabei belassen wir es erstmal. Ich bin gespannt Genau. und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ruhig unten in die Kommentarspalte euer Feedback rein, Fragen rein und wir sehen zu, dass wir das dann noch beantworten können. Dankeschön an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, tschüss.